Spinnen die Aktienmärkte? Unbedingt, die spinnen, aber es gibt einen Grund, warum sie spinnen und diesen Grund werde ich euch in diesem Video zeigen. Servus, mein Name ist Markus Huckmann von Finanzmarktwelt und dieses Video, das ist in Kooperation entstanden mit directedtrade.com. Schnell lernen und günstig handeln und jetzt schauen wir uns mal an, wie man schnell lernen kann, nämlich durch dieses Video, warum die Aktienmärkte spinnen. Und da habe ich euch ein Bild mitgebracht, das eigentlich alles erklärt, was hier der Fall ist. Hier sieht man nämlich, dass die Gewinnerwartungen in dem Russell 2000, das ist ein amerikanischer Nebenwerteindex, die sind praktisch am Kollabieren, die fallen total. Aber das Kursgewinnverhältnis, das steigt dabei wie praktisch noch nie gesehen. Das geht so nach oben. Das heißt, wir haben eine sich radikal verschlechternde Situation für die Unternehmen, die in diesem Index gehandelt werden. Und gleichzeitig werden diese Unternehmen immer teurer. Wie kann das sein? Dieses Bild zeigt eigentlich alles, was derzeit an den Märkten los ist. Dieses Bild zeigt auch, was an den Märkten los ist. Wir haben nämlich jetzt die Situation, dass Facebook, Amazon, Google, Microsoft, Apple und auch der Chipkonzern Nvidia eine höhere Marktkapitalisierung haben, nämlich 6,1 Billionen Dollar. Das entspricht etwa dem Bruttoinlandsprodukt von Deutschland und Italien zusammen. Das muss man sich mal vorstellen. Und in dieser Grafik sieht man, dass alleine Amazon mehr wert ist als der gesamte DAX, also als die 30 Unternehmen im DAX, nämlich Amazon mit 1,25 Billionen Dollar. Der gesamte DAX, also die 30 Unternehmen, die 30 deutschen Konzerne, die im DAX sind, die bringen es nur auf 1,1 Billionen. Was ist da los? Das will ich gleich mal zeigen. Aber zunächst mal darauf hinweisen, dass man sich eben schnell fortbilden kann, schnell lernen kann, zum Beispiel eben mit der Direct Trade Börsenakademie. Da gibt es Webinare, schaut mal rein bei direct-trade.com. Aber weiter im Text, wir schauen uns jetzt mal an, was noch dafür spricht, dass die Spinnen, vor allem die Wall Street spinnt mit den Bewertungen, die da Fall sind. Hier sehen wir den Nasdaq, also den Technologieindex, der am besten gelaufen ist. Hier sehen wir diese V-Erholung, von der viele ja ausgegangen sind, nämlich, dass die Wirtschaft richtig runterknallt, praktisch Bums und dann richtig wieder nach oben geht, in einem V-Move praktisch sich erholt. Das ist immer unwahrscheinlicher. Die Zahlen geben das schlichtweg nicht her, aber es wird eben angenommen. Und wenn wir uns mal anschauen, wie sehr jetzt die amerikanischen Aktienmärkte den Rest der Welt praktisch komplett überholt haben. Hier sehen wir eine Zeitreihe seit 1950. Die amerikanischen Aktienmärkte sind jetzt mehr als das Zweifache wert als die aller anderen entwickelten Länder, entwickelt in Anführungszeichen, aber die praktisch ja eine gewisse Geschichte haben, die eine Wirtschaftskraft haben. Alleine die USA bringen etwa 38 Billionen Dollar auf die Waage, was den Aktienmarkt dort betrifft. Und das Kuriose an dieser ganzen Geschichte ist, dass wir sehen, dass die Gewinnerwartungen sogar jetzt für die Jahre 2021 und 22 sogar höher sind als vor der Corona-Krise. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist wirklich Magie. Wie kann das angehen? Da werden ja Millionen von Leuten möglicherweise arbeitslos bleiben. Die werden nicht mehr in den Job zurückkehren. Wie kann es dann sein, dass die Unternehmen mehr Geld verdienen sollen als davor, als vor dieser Corona-Krise, die ja das Geschäftsmodell von Millionen von Unternehmen zerstört hat? Klar, es gibt einzelne Profiteure, aber das sind eben die wenigsten. Insgesamt sehen wir, dass jetzt die Marktkapitalisierung in den USA bei 140% des BIPs liegt. Das BIP ist ja im ersten Quartal um minus 4,8% gefallen. Man schätzt jetzt, dass das BIP im zweiten Quartal in den USA um mindestens 30% fallen wird. Das heißt, dieser Faktor wäre noch viel, viel höher, weil die Wall Street ja praktisch sich so dermaßen erholt hat, dass der Nasdaq fast wieder auf Allzeithoch ist. Wenn jetzt die neuen Zahlen zum BIP kommen am Ende des oder nach dem zweiten Quartal, dann werden wir sehen, dass vielleicht möglicherweise hier der Faktor 200% ist, also praktisch massiv nach oben schießt. Das sind unglaubliche Überbewertungen der Fall. Jetzt kommen wir zur Frage, wie kann das sein? Was ist der Grund dafür, dass die Aktienmärkte spinnen? Und dafür gibt es nur eine einzige Erklärung. Das sind die Notenbanken, die massiv Geld ins System pumpen. Alleine im April haben die 7 größten Zentralbanken 1,3 Billionen Dollar in vor allem Anleihen gepumpt. Es gibt auch Notenbanken wie die Bank of Japan, die auch direkt Aktien kauft über ETFs. Und wir sehen, dass hier global gesehen jetzt, also bei den großen Währungsräumen, der Zins das erste Mal ganz leicht unter Null ist. Viele haben ja 0% Zinsen, so jemand wie die EZB hier
die hat sogar einen leichten negativen Einlagezins. Also das ist der Grund, diese Liquidität, die alle Boote hebt. Und da fragt man nicht nach Gründen, da wird überhaupt nichts mehr differenziert, sondern es wird einfach nur gekauft, weil man sich sagt, ja, der monetäre Faktor, die Liquidität, das ist das, was wirklich entscheidet. Jetzt sehen wir hier, dass aber das mit einem hohen Preis einhergeht, nämlich mit Verschuldung. Und diese Verschuldung, die ist jetzt so hoch, wie praktisch auf dem Hochpunkt des Zweiten Weltkrieges, als man ja massiv Schulden aufnehmen musste, um diesen Krieg zu finanzieren. Das heißt, wir kriegen die Rechnung dann hinterher. Das darf man nicht vergessen. Gleichzeitig sind aber, was die Märkte betrifft, die Aktienmärkte betrifft, vor allem die Amerikaner geradezu euphorisch. Hier sehen wir Kontoeröffnungen bei den drei großen amerikanischen Brokern, nämlich E-Trade, TD Ameritrade und Charles Schwab. Und die sind explodiert, die machen Rekordumsätze, weil die Leute alle Aktien kaufen, die sind im Homeoffice. Die sagen sich, Mensch, da habe ich doch Zeit, A, und B, eine Chance, weil Donald Trump will verhindern, dass die Aktienmärkte fallen. Die Fed will verhindern, dass die Aktienmärkte fallen. Das ist doch eine sichere Geschichte, da gehe ich jetzt mal rein. Und wir sehen, dass gerade im Optionsbereich unglaublich auf weiter steigende Kurse gewettet wird. Wir haben jetzt den höchsten Callbestand an Optionen, also die höchste Anzahl von Wetten, die durch Optionen auf weiter steigende Märkte passieren, seit der Finanzkrise bzw. sogar seit der Dotcom-Blase. Und dann sehen wir, dass niemand sich absichert. Hier das sogenannte Put-Call-Ratio sehen wir hier. Das ist ganz unten, das heißt, wenige haben Puts, um bestehende Long-Positionen, vielleicht ein Aktienportfolio, irgendwie abzusichern. Also das ist schon eine ziemlich harte Geschichte. Die Profi-Investoren, die haben so das Gefühl, naja, das ist nicht wirklich ein neuer Bullenmarkt, das ist eine Bärenmarkt-Rallye. Da stimmt irgendwas nicht, aber die können nicht anders als mitzugehen, denn wenn sie Vermögensverwalter sind und müssen einer Rallye zuschauen, die sie nicht mitmachen, dann sagen ihnen die Investoren, sag mal, hast du sie noch alle? Da steigt der Markt 20-30% und du bist nicht dabei, das kann nicht sein, also müssen sie mitmachen, das ist praktisch so ein Herdentrieb, der jetzt entstanden ist. Wir sind insgesamt daher in der Everything-Bubble. Es ist die Allesblase. Vorher hatten wir eine Hausblase, eine Tech-Blase. Jetzt haben wir eine Tech-Blase, so oder so. Und wir haben natürlich eine Blase an Bewertungen im Vergleich zu dem, was in der Realwirtschaft passiert. Das ist relativ fraglos. Die Grundfrage wird jetzt sein, wenn die Corona-Krise vielleicht mal eingedämmt ist, im Sommer möglicherweise das Virus ein bisschen schwächer ist, ist es dann, oder nicht mehr die Infektionsraten so hoch sind, ist es dann so, dass die Aktienmärkte noch weiter steigen? Hier sehen wir, dass dieser Trend leicht nach unten geht, jetzt in Gesamtamerika, und für die Aktienmärkte weltweit ist natürlich derzeit entscheidend, was in Amerika, was in den USA passiert. Aber wenn wir da mal New York und New Jersey rauslassen, diese ehemaligen Hotspots, da sind sie nach wie vor, aber nicht mehr ganz so schlimm, die Situation in New York und New Jersey. Wenn wir die beiden Bundesstaaten aus den USA mal hier weglassen, dann sehen wir, dass die Kurve nach wie vor nach oben zeigt, die Corona-Krise also nach wie vor der Fall ist. Ein schnelles Abflachen da jedenfalls erstmal nicht zu erkennen ist. Die Frage ist jetzt, wenn jetzt trotzdem dieses Abflachen der Kurve käme, wenn das Coronavirus also ziemlich eingedämmt wäre, was würde dann passieren? Würden die Aktienmärkte steigen, weiter steigen, explodieren? Würde die Rallye weitergehen? Ich würde sagen, nein, das Gegenteil wird passieren, denn der einzige Grund, warum die Aktienmärkte sich diese Spinnerei überhaupt leisten können, ist, dass die Liquidität der Notenbanken so hoch ist, und wenn die Corona-Krise, naja, bewältigt wäre, dann würden die Notenbanken wieder aufs Bremspedal gehen und dann würden die Aktienmärkte fallen. Mal drüber nachdenken, manche spinnen mit mehr Gründen. Und das wäre dann zum Beispiel ein rationaler Grund, warum die Aktienmärkte dann möglicherweise ihr Hoch gesehen haben. Ich wünsche jetzt Ihnen das Allerbeste und sage Servus und Ciao.